Oh, jetzt ganz ohne Signalfackel und ohne zu sterben den Raum finden. Na super. Wo ich schon ein paar Mal davor war, kurz zu sterben. Hallo? Okay, ich muss wieder. Also ich hoffe, dass das nicht noch schlimmer wird, weil im Krankenhaus ist die nicht so oft gekommen. Oder einfach rückwärts das ganze Spiel spielen. Aber dass die mir hier auch keine Signalfackel geben, weil ich muss jetzt erst... Ich habe schon wieder total vergessen, wo der Raum war. Hallo? Ich habe wieder total vergessen, wo der Raum war, um dieses Relikt oder was auch immer dazu bekommen. Damit wir durch die Tür können. Und entweder bin ich da nicht genug weit genug reingegangen, dass man das dann sehen kann. So, jetzt gehe ich mal hier rückwärts raus. Nein, ich muss da zur anderen Seite. Och. Hör doch mal auf. Ich habe so die starke Befürchtung, dass wenn wir hier einmal sterben, dass man dann alles nochmal machen muss und alles nochmal suchen muss. Das ist sowieso am unschönsten. Ah, so. Ja, erschreck du dich nicht auch noch. So. Hier vielleicht was drin? Nein. Signalfackel könnte ich wenigstens hier durchrennen. Ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass die gleich kommt. Nein. Jetzt geh doch mal weg. Das ist rechts von mir. Gehe ich jetzt direkt auf sie zu? Wenn ich mich jetzt wende. Alter. Haha. Ich glaube, die Entwickler des Spiels, die wissen ganz genau, dass das eine Technik ist, wie man sie abhalten kann oder dass man nicht gleich stirbt. Und dann so eine scheiß Ecke, wo dann Kisten sind, da spawnst du auf einmal. Ist ein bisschen klein, aber auch gut gemacht. So, hier war es auf jeden Fall nicht. Ist okay, jetzt ist hier rechts. Manu. Wäre ich doch mal gleich in den scheiß Raum gegangen, dann hätte ich das Problem jetzt nicht. I know you're there. Boah, doppelt! Wie fies! Oh. Hör doch mal auf! Oh. Alter, geh weg! Steht sie da und zuppelt sich ihn ab hier. Bist du noch da?
Nein, hat sie mich jetzt? Scheiße. Oh, shit. Schluck trinken. So, ich schaue jetzt aber mal nach der Relikte. Ja, das ist krank. Achso. Okay. Also das bleibt Gott sei Dank bestehen. Das ist gut. Wenn die nämlich wieder so oft kommt. Also jetzt nicht wundern, ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen durchrushen. Denn ich glaube, wir haben ja alle... Oh, da haben wir noch einen. Dann war es vielleicht gar nicht so schlecht. Zu den Personal. Zahlreiche Berichte über Stromausfälle, die das selbstständige Öffnen oder Schließen von Zellentüren und andere elektronische Probleme wurden protokolliert und gemeldet. Das Wartungsteam wird morgen Tests an den Leitungen und der Elektronik der Hafteinrichtung durchführen. So, ich hoffe, die kommt jetzt hier nicht so oft. Relikte 1. Och, ich muss jetzt doch nochmal Relikte suchen. Na toll. Die lasse ich jetzt mal so lange zu. Die Signalfackel will ich mir noch aufsparen. Shit. Ja, super, aber die Dinger hatten wir eh schon gefunden gehabt, würde ich sagen. Das ist für die Signalfackel, dann geht ja schon wieder los. Aber es kann natürlich auch immer sein, dass in so einem Spind irgendein Schriebs ist, den wir jetzt brauchen. Ha! Ja, den hatten wir schon. Zu viele Leuchtstäbe. Na gut, hier werden wir wahrscheinlich eh nicht nochmal vorbeikommen. Aber das Schöne ist, ich kann mich jetzt wieder wehren. So, hier ging es nicht lang. Na toll, ja. So, jetzt gucke ich mal, wo wir hier sind, damit ich nicht mehr den Raum vergesse. Okay. So, Viere brauchen wir noch. Heul doch. So. Ich glaube, ich jetzt hatte ich wieder in die richtige Richtung. Hoffe ich doch. Ach shit, denn so ein. Hatten wir den eigentlich schon gelesen? Na, Häftling 48, Fluchtversuch zweier Insassen. Die Wärter fingen sie ab und eröffneten das Feuer auf sie. Häftling 48 befindet sich in stabilem Zustand. Der andere starb am Ort des Geschehens. Dr. Mercer wird die Wunden des Patienten einer experimentellen Behandlung unterziehen. Also einen Arzt will ich ja auch nicht haben. So, 3. Hallo. Hi. Oh. Warum? Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Hier war vielleicht das Telefon, was vorhin geklingelt hat. Ja. Jetzt ist die Tür wieder offen. Jetzt spinnt das Handy wieder rum. Ah. So, geht's wahrscheinlich schneller. Oh. Gewaltesprozess hat was. Nee, halt. Irgendwas mit Gewaltausbrüche. Ach ja, das Krankenhaus.
Entschuldigung, aber das interessiert mich jetzt wirklich. Ich möchte ja alles mitnehmen hier, was wie es um die Anstalt bestellt ist. Okay, da fehlt uns sogar noch eins. Ah ja. Memo. Zweiten Personal. Die Gewaltausbrüche der Häftlinge, sowohl untereinander als auch gegenüber dem Personal, haben deutlich zugenommen. In Zukunft sind alle Wärter dazu veranlasst, in Gruppen von zwei oder mehreren Personen auf Rundgang zu gehen. Schwestern ist es untersagt, kranke Häftlinge irgendwo anders als auf der Krankenstation zu betreuen. Keine Ausnahme. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, oder? Und hier fehlt uns noch eins. Immer wieder das scheiß Telefon, also war es das doch nicht. Leuchtstäbe. Hier kann ich auch nichts machen. Ist hier noch was drin? Hallo? Natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, die alte, die kommt nicht mehr so schnell. Oder so oft, besser gesagt. Tschüss. Ich nehme mal so einen Leuchtstab hier, damit er... Okay, was war das jetzt schon wieder? Oh, der schrubbelt schon wieder. Sphäre. Den Brief habe ich, glaube ich, auch vorhin auch übersehen. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Paul, mit Häftlingen 203 geht irgendwas Seltsames vor sich. Letzte Nacht haben ihn Bert und ich kreischen hören. Es klang fast so, als ob es jemand anders wäre. Das Gekreische hat aufgehört, als wir seine Zelle erreicht haben. Aber er hat immer noch geschrien. Es war, als ob die zwei Geräusche nicht zusammengehörten. Ich weiß nicht, wie er es anstellt, aber er jagt mir einen Schauer über den Rücken. Er fängt immer an zu schreien, wenn die Lichter flackern. Der Mann ist völlig durchgeknallt. Paul und die anderen Häftlinge flehen mich an, sie wieder zurück nach oben zu schicken. Ich weiß verdammt nochmal nicht, was ich mit dem Kerl machen soll. Officer Baxter Kelsey. Ist das nicht der Officer, der... dass eine Leiche da irgendwie gefunden wurde in den Tunneln. So, eins brauchen wir noch. Und ich schaue noch mal kurz in die Relikte, ob wir jetzt wirklich alles hatten. Ja, sieht bisher ganz gut aus. Okay, hier haben wir den Raum, wo wir dann hin müssen. Leer. Ach, toll. So, na gut, dann machen wir mal eine Signalfackel an. Dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Ist nichts. Tschüss. Was? Das kannst du auch vergessen. Ich habe da eine Signalfacke. Wie kann die mich da kriegen? Oder habe ich die so verbrannt? Hat die sich jetzt dran gewöhnt? Ah. Oh, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Er hat es wieder getan. Er hat es wieder getan. Ich wusste doch, dass diese Wärter nichts Gutes im Schilde führten. Als ich gestern meine Mahlzeit erhalten habe, habe ich einen Wurm im Kartoffelbrei gefunden. Widerlich. Ich weiß, dass es der Wärter ist, den, wenn er mir das Tablett mit dem Essen gibt, sagt, er ist auf meine Liebe. Er hat... Was? Und er hat diesen hinterhältigen Blick in den Augen. Morgen steche ich ihm die Augen aus. Weiß nicht, was sagt man da? Viel Erfolg? Au. Nein.
gerade, wenn man mal gucken will, wo man ist. Nein. Jetzt bin ich hier falsch gelaufen, glaube ich. Ich traue der Alten nicht. Okay, steht doch nicht hier. Oh, Gott sei Dank. Diesmal ist es wirklich geklappt, dass ich rechtzeitig das Ding zünden konnte. Halt. So. Ich würde sagen, hier unten war der Raum gewesen. Oh, ja, genau. Geh doch mal weg. What is this? So. Such brutality, corruption and chaos. The curse grew stronger as time went on. With each year further tightening its grip, they built steel cages to contain its resolve. Enslavement, isolation, reckless abandon. The city would burn with hatred and fear. Jetzt mal gucken, wie ich zum Raum komme. Okay. Also hier runter und dann bloß noch geradeaus. In der Hoffnung, dass die Alte nicht dasteht. Oder dass die plötzlich vor uns spawnt. Nein. Hier müsste ich doch dann dahin. Nein! Bin ich schon wieder zu weit? Nee, muss noch eins weiter. Shit. Bist du da? Okay, hier scheint sie nicht zu sein. Ja, komm, 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 laufe, laufe! Ja! Oh. I can't see a thing. Bin ich schon durchs Gefängnis durch? Falsche Taste. Wie es aussieht schon. Aber mir fehlen noch 7 Relikte? Das ist ja scheiße. Die Methoden des Doktors sind zwar manchmal etwas unkonventionell, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Nicht nur, dass die Fortschritte für die Wissenschaft dass wir Fortschritte für die Wissenschaft erzielen. Und Leben gerettet haben. Wir konnten diese Drecksäcke auch mehreren Geständnisse entlocken. Die Taten, zu denen sie sich bekannt haben, machen mich krank. Ich kann nicht glauben, dass ich jemals an Mercer gezweifelt habe. Ist das vielleicht die Judy oder wie sie hieß? Oh, ja toll. Das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Aber ich kann wenigstens so machen. Hier haben wir noch einen Brief. Oder ein Foto. Ist wahrscheinlich Dr. Mercer gewesen und sein Team. Haben wir da echt so viele Zettel vergessen? Oder ich besser gesagt? Ja. Kann ich hier auch rein? Ey! Scheiße! Oder kann ich die Tür irgendwie... Shit. Da gibt's was damit da gehen und ich komme hier nicht rein. Oh. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Okay, also es wird dann noch funktionieren. Also muss ich in den Raum dann irgendwann noch mal rein. Aber zuerst mal hier rein.
Oh nee. Looking back on it now, I think we did remarkable work here. That said, the guards sometimes made the work easily accessible. Aha.